Nachdem ich meinen Bachelor fertig hatte, wusste ich, es muss noch irgendwas passieren. Und dann habe ich in einer Fachzeitung von diesem Studiengang gelesen. Und dann habe ich gedacht, so von meinem Werdegang her, Krankenhaus, stationäre Altenhilfe, dass das so ein Thema ist, wo ich einfach weiß, da muss was wirklich noch passieren. Aber das wissenschaftliche Arbeiten kannte ich nicht. Als Krankenschwester habe ich das nicht gelernt. Theorie- und Praxisvernetzung und sowas. Und das verspreche ich mir auch hiervon. Das ist total klasse. Also ich baue gerade in der Einrichtung um und die Architektin neben mir, in der wir jetzt auch so arbeitsgruppenmäßig was machen, die fragt man natürlich. Auch wenn ich jetzt was lese, frage ich nochmal. Das ist total klasse. Und unser Mathematiker, ja, auch das finde ich besonders, ne, dass er einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel guckt. Meine Entscheidung, in die stationäre Altenhilfe zu gehen, war eigentlich, dass ich im Rahmen von Beruflichkeit und Freiberuflichkeit erlebt habe, dass Menschen mit Demenz ohne Angehörige im Krankenhaus keine Lobby haben und da einfach die Türen offen bleiben und die können sich nicht beschweren, die können nichts tun. Das habe ich nicht ausgehalten. Ich glaube, das ist mein persönlicher Bezug dazu. Und ich bin bisher jedes Mal mit was zurückgekommen, was ich im Grunde schon anwenden konnte. Thema kognitive Anregung habe ich in meiner Einrichtung jetzt umgesetzt und die Betreuungsfachkräfte sind total begeistert. Und es war so einfach. Ich hatte es aber vorher noch nicht kennengelernt. Und ich erlebe parallel, dass meine Mitarbeiter eine ungeheure Freude haben, das auch so umzusetzen. Man rührt ja immer wieder doch so ein bisschen in seinem eigenen Brei und dann was Neues mit reinzukriegen, ist einfach unheimlich klasse. Der Studiengang ist für mich außergewöhnlich, weil hier tatsächlich die verschiedenen Professionen zusammensitzen. Und weil ich glaube, dass das Thema hier schon immer von verschiedenen Seiten angeschaut wurde und hier ein ganz, ganz großes Interesse spürbar ist. Dieses Gefühl, die machen das wirklich, weil sie was erreichen wollen, das ist besonders.